2, 1. Nicht um Pokale oder Medaillen kämpften die Teilnehmer des Sponsoringlaufes. Nein, diese Beine liefen mit Herz. 275 Mannschaften mit jeweils 3 Teilnehmern rannten am Mittwoch abwechselnd eine Stunde ihre Runden im Gera-Stadion der Freundschaft. Ein selbstgesuchter Sponsor zahlt pro gelaufene Runde einen festgelegten Eurobetrag. Dieser Erlös kommt krebsbetroffenen Kindern und Jugendlichen zugute. Initiator des Spendenmarathons ist der Geschäftsführer der DRK Gera, Rainer Lungwitz. Zusammen mit dem Zabel-Gymnasium rief er diese Aktion im letzten Jahr ins Leben. Ja, ich habe live schon 3-mal produziert und habe hier in Gera, nachdem ich als Geschäftsführer versetzt wurde, Partner gesucht. Und im Zabel-Gymnasium, Herrn Martin, habe ich einen Partner gefunden, der gemeinsam mit mir diesen Live umsetzt. Denn es werden über 100 Leute benötigt, um die Organisation abzusichern. Alleine könnte ich das nicht schaffen. Und dem Waldklinikum selber den Partner gefunden, der uns die Fälle liefert, die wir unterstützen wollen. Krebsbetroffene Kinder, das heißt, die Kinder sind selbst krebskrank oder die Eltern, die dadurch in eine finanzielle Notlage gekommen sind. Und dafür laufen wir. Nicht nur Freizeitsportler waren dabei. Für einen Lauf mit Herz kann man auch Profis begeistern. Für Laufspezi Thorsten Kunert ging es diesmal nicht um Wettkampfzeiten, sondern um Stempelsammeln für jede gelaufene Runde, wie für alle. Kunert und Katrin Bayer, Siegerin des letzten Heeresberglaufes, bildeten zusammen mit Waldemar Czempinski das Olympiateam. Der zweifache Olympiasieger im Marathon spornte mit seiner Leistung das gesamte Läuferfeld zusätzlich an. In seinen kurzen Laufpausen war kaum Zeit zum Luftholen. Also ich habe durch einen ehemaligen Sportkollegen hier diese Info bekommen und wurde gefragt, ob ich Lust hätte mitzumachen. Und da habe ich gefragt, wie viele Leute da sind. Und die sagten, es sind viele da. Und da dachte ich, komme ich gerne. Und ich habe gehört, die Auto ist kaputt gegangen, gleich einen kleinen Marathon bis nach Gera eingelegt. Nein, das schaffe ich natürlich nicht mehr so in der Schnelle der Zeit. Ja, mein Auto hat einen Motorschaden und da musste ich schnell in die Werkstatt. Deshalb habe ich erst ein paar Runden weg, aber ich streng mich noch an. Eine gute Grundlage zum Überholen des Resultats im letzten Jahr hatte die Schirmherrin Ingrid Weithaas. Das Interesse zur Teilnahme stieg drastisch an und bereits im Vorfeld wurden für den guten Zweck 12.000 Euro gesammelt. Man kann es beschreiben, das ist ein schönes Gefühl und ich habe mich sehr gern für diese Schirmherrschaft bereit erklärt, die zu übernehmen, weil auf der einen Seite natürlich auch der Zweck, für den Gelder gesammelt werden, für mich sehr sinnvoll erscheint, für Kinder und Jugendliche, die von Krebs betroffen sind, also ihn nicht unmittelbar haben, sondern in der Familie jemand ist, der Krebs hat und dass wir diese Kinder dann mit dem Geld, das die Läuferinnen und Läufer eingesammelt haben, unterstützen können, das bewegt einen schon. Doch für einen guten Zweck muss man kein Spitzensportler sein. Jeder kann sein Bestes geben. Egal wie alt, egal wie groß, mitmachen ist die Hauptsache. Trotzdem gab es für alle Läufer die Chance, etwas zu gewinnen. Bei einer Tombola wurden 30 Preise ausgelost. Auch Waldemar Czempinski spielte Glücksfee. Es gab keinen namentlichen Sieger, alle waren Gewinner. Denn jeder trug ein wenig dazu bei, krebsbetroffenen Kindern ein Stückchen Glück mitzugeben. Die ca. 900 Teilnehmer liefen insgesamt 4.082,8 Kilometer. Die 10.207 Stadionrunden erbrachten einen Erlös von 21.878 Euro. Um dies im nächsten Jahr zu toppen, sollte sich jeder, der mit Herz laufen möchte, bei der DRK Gera oder im Zabel-Gymnasium anmelden.